Hallo ihr Lieben, der Coronavirus hat uns leider noch fest im Griff. Die Schulen sind geschlossen und gestern, ja gestern hätte eigentlich der Känguru-Wettbewerb stattfinden sollen, an dem vermutlich ungefähr bundesweit 1 Million Schüler teilgenommen hätten. Zum ersten Mal seit 1998, so lange gibt es den Känguru-Wettbewerb schon in Deutschland, konnte dieser nicht planmäßig durchgeführt werden. Wenn ihr einmal auf die Känguru-Seite schaut, dann findet ihr dort aufgrund der aktuellen Schulschließung findet der Känguru-Wettbewerb 2020 nach schulinternen Festlegungen statt. Das bedeutet also, wenn die Schule wieder losgeht, erkundigt euch einfach einmal, wie und ob der Känguru-Wettbewerb an eurer Schule dieses Schuljahr durchgeführt werden kann. Bis dahin müsst ihr euch aber auf keinen Fall langweilen. Der Känguru e.V. hat reagiert und stellt euch jetzt jeden Tag Aufgaben zur Verfügung, um den Spaß an der Mathematik auch nach Hause zu bringen. Und wenn ihr jetzt einfach einmal auf diesen Link klickt, also Mathe mit dem Känguru für zu Hause, dann erscheint eine Seite mit den aktuellen Aufgaben. Ich habe jetzt einmal die Aufgaben für den 19. März für die Klassenstufen 3 und 4 ausgewählt. Vielleicht wusstet ihr es noch nicht, die Mathematik-Olympiade und der Känguru-Wettbewerb sind befreundete Wettbewerbe. Das bedeutet, dass wir uns gegenseitig wertschätzen und auch unterstützen. Und wir vom Moni e.V. haben uns entschlossen, einige dieser Aufgaben auch auf unserem YouTube-Kanal vorzustellen, um sie dort mit euch gemeinsam zu diskutieren. Und in diesem Video haben wir uns gleich für diese erste Aufgabe entschieden. In dieser Aufgabe geht es um eine Gleichung. Die Gleichung erkennen wir an dem Gleichheitszeichen. Wichtig ist, dass bei einer Gleichung der Wert der linken Seite genauso groß sein muss wie der Wert der rechten Seite. Und wir sollen jetzt herausbekommen, welche Zahl müssen wir für dieses Herz jeweils einsetzen, damit die Gleichheit, also zwischen der linken und der rechten Seite, erfüllt ist, sich also eine richtige Rechnung ergibt. Also, welche Zahl verbirgt sich dann unter dem Herz? 2, 3, 4, 5 oder 6? Zunächst einmal könnten wir auf die Idee kommen, dass wir die Zahlen einfach ausprobieren. Das heißt, wir beginnen mit der Antwortmöglichkeit A und setzen für das Herz einfach eine 2 ein. Und das müssen wir für jedes Herz tun. Wir erhalten dann diese Rechnung. Und diese wollen wir jetzt auch gleich überprüfen. 2 plus 8 ergibt 10, 2 plus 2 plus 2 ergibt 6 und 10 ist nicht das gleiche wie 6, also kann die Antwortmöglichkeit A 2 schon mal nicht richtig sein. Und mit dieser Strategie könnten wir fortfahren und könnten so die richtige Lösung finden. Wir könnten aber auch noch eine ganz andere Idee haben. Wenn wir von der linken Seite ein Herz wegnehmen, und von der rechten Seite ebenfalls ein Herz wegnehmen, dann ist ja immer noch die Gleichheit gegeben, weil wir ja auf beiden Seiten gleich 4 wegnehmen. Und dann ergibt sich nämlich eine einfachere Gleichung, die folgendermaßen aussieht. Was sagt diese neue Gleichung? 8 ist gleich Herz plus Herz, also 8 ist doppelt so groß wie ein Herz. Und wenn 8 doppelt so groß wie ein Herz ist, dann muss ein Herz, 8 geteilt durch 2, 4 groß sein. Also muss 4 die richtige Lösung sein. Machen wir noch einmal die Probe. Wir setzen also für jedes Herz jeweils die 4 ein und erhalten dann 4 plus 8 ergibt 12 und 4 plus 4 plus 4 ergibt ebenfalls 12. Das heißt, die Gleichung, die Rechnung stimmt. Und die richtige Antwort muss C gleich 4 sein. Auf der Mathe-Känguru-Seite findet ihr auch noch viele weitere Aufgaben. Ihr könnt Broschüren und Bücher bestellen. Es gibt auch eine ganz tolle Känguru-App. Wir wünschen euch viel Spaß beim Denken, Knobeln und Tüfteln. Bleibt gesund und bis bald.